Waggonbau startet durch. Das Niesgier Traditionsunternehmen hat einen Rekordauftrag erhalten. In den nächsten 3 Jahren sollen 315 Spezialwaggons für den Eurotunnel zwischen Frankreich und England gebaut werden. Der 120 Millionen Euro Auftrag der Groupe Eurotunnel mit Sitz in Paris ist der größte Einzelauftrag in der 180-jährigen Firmengeschichte. Damit ist das Unternehmen bis 2016 voll ausgelastet. Zur Umsetzung des Auftrages soll die Zahl der Mitarbeiter von 270 auf 300 erhöht werden. Vor allem Konstrukteure mit Erfahrung im Schienenfahrzeugbau werden gebraucht. Die Auslieferung der Fahrzeuge ist für die Jahre 2016 bis 2018 geplant. Bei den Waggons handelt es sich um Transportwaggons, die komplette Lastwagen durch den 50 Kilometer langen Tunnel unter dem Ärmelkanal transportieren können. Die Waggonbau Niesgier GmbH konnte sich mit diesem Auftrag gegen Mitbewerber aus Frankreich, Italien, Polen und der Schweiz durchsetzen. Laut Geschäftsführer Dr. Thomas Steiner seien die Qualität und der gute Ruf des Niesgier Unternehmens ausschlaggebend für den Zuschlag gewesen. Im Jahr 2014 trennte sich die Deutsche Bahn vom Niesgier Werk und verkaufte es an die Beteiligungsgesellschaft Quantum mit Sitz in München. Mit dem neuen Großauftrag stehen die Signale für die Waggonbauer in Niesgier wieder auf grün. Innovation und Wachstum prägen nun wieder das Unternehmen.